Das ist Alma. Das kleine Mädchen lebt ohne Geld. Ihre Eltern haben noch keinen einzigen Cent für sie ausgegeben. Nicht für die Ernährung, nicht für die Kleidung, nicht für Spielzeug. Alma geht es dabei gut. Ui. Die ganze Familie lebt so. Papa Raphael Fellmer hat seit mittlerweile 3 Jahren nichts mehr gekauft und nichts mehr bezahlt. Er hat nicht einmal ein eigenes Konto. Alle 3 leben ausschließlich von aussortierten Lebensmitteln aus dem Supermarkt und von abgelegten Kleidern und Möbeln von Freunden und Bekannten. Alles, was wir brauchen, das können wir uns ja organisieren, auch wenn es nicht sofort da ist. Aber dann kommt es halt eine Woche später oder so, als wie wenn man im Laden das kaufen würde. Raphael Fellmer und seine Familie wohnen seit kurzem in einem WG-Zimmer. Die Villa im Berliner Nobelbezirk Zehlendorf gehört der evangelischen Kirche. Raphael zahlt hier keine Miete. Im Gegenzug hilft er, das Haus instand zu halten. Viele Leute denken, das ist ein Tauschverhältnis, aber das ist es ganz und gar nicht. Es ist genauso, wenn ich beim Freund eingeladen bin und der hat mir was Feines gekocht, dann sehe ich das nicht als Tausch an, dass ich danach abwasche, sondern als Selbstverständlichkeit. Und so sehe ich das auch als Selbstverständlichkeit, dass wir hier in dem Haus leben dürfen, wenn dann Raum frei ist, aber dass wir uns dann selbstverständlich auch einbringen. Also das beruht eigentlich auf gegenseitigem Hausverstand, Menschenverstand. Vor 3 Jahren hat der Student Raphael Fellmer eine Idee. Er möchte zu einem Freund nach Mexiko reisen, ohne Geld. Der junge Mann wird von 2 reichen Italienern auf deren Segeljacht über den Atlantik mitgenommen. Dafür hilft er an Bord. Angekommen in Lateinamerika schläft er in leeren Lkw und auf der Straße. Er trampt den restlichen Weg. 11 Monate später erreicht er endlich Mexiko. Raphael hat keinen Cent ausgegeben und beschließt, so möchte er weiterleben. Vor 1 Jahr besuchten wir Raphael Fellmer zum ersten Mal. Seine Schränke zum Bersten voll mit Ökoprodukten. Keines davon gekauft. Der einzige Haken, die Lebensmittel waren entweder abgelaufen oder beschädigt. Und alles stammte aus der Mülltonne. Anstatt für seine Familie einzukaufen, ging Raphael Fellmer damals 3-mal pro Woche nachts auf Tour. Lebensmittel sammeln. Spaghetti, yes. Aus den Abfallcontainern von Bio-Supermärkten. Das kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ich werde jetzt ein paar Sachen von jedem, aber das ist traurig. Da kann ich nicht alles retten. Rund 20 Kilogramm Lebensmittel konnte Raphael Fellmer damals bei so einer nächtlichen Tour wegschleppen. Mehr passte nicht in den Rucksack. Den Rest zurückzulassen ließ ihm keine Ruhe. Er hatte eine Idee. Lebensmittel retten im großen Stil. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also erstens schaffe ich das zeitlich gar nicht mehr. Ich hatte halt nachts immer 2-3 Stunden auch wirklich aufgewandt, um da mehrere Läden anzufahren. Und dann habe ich mir halt überlegt, ich muss die Läden anschreiben, weil es ist ja schön, wenn ich meinen eigenen ökologischen Fußabdruck verringere. Aber ich glaube, wir sollten das als Kraftakt von der Gesellschaft sehen, wo wir alle anpacken müssen. Da habe ich die Läden angeschrieben. Auch Georg Kaiser erhält eine solche Mail. Bei dem Inhaber einer großen Bio-Supermarktkette in Berlin trifft Raphael mit seinem Anliegen auf offene Ohren. Er hat da so ein Stück an meinem Herz gerührt, muss ich auch sagen, und an dem Ideal, das ich auch so in mir trage. Wenn man mal so meine persönliche Vita sieht, ich bin in so einem kleinen Lebensmittelladen aufgewachsen hinter der Theke und die Tante, die hat alles, was nicht mehr verkauft wurde, verarbeitet. Und wir als Kinder haben letztendlich die Vorgabe gehabt, was nicht abgelaufen ist im MHD, das esst ihr und lasst schön die Sachen, die nicht abgelaufen sind, im Regal stehen. Georg Kaiser und Raphael Fellmer beschließen, zusammenzuarbeiten. Pro Filiale werden 3 bis 4 Personen akkreditiert und bekommen einen Lebensmittelretterausweis. Diese Lebensmittelretter dürfen dann aussortierte, unverkäufliche Waren des Supermarktes am Hintereingang abholen, bevor sie im Müllcontainer landen. Und das ist ja die zentrale Idee, nicht in den Container, dass man diejenigen, die Lebensmittel retten wollen, da reinkriechen müssen und letztendlich Illegales tun, sondern wir legalisieren das ganze System und lassen den Ekelfaktor weg. Als Gegenleistung verbessert Raphael die Mülltrennung des Biomarktes. Innerhalb weniger Wochen reduziert er so den Restmüll um über 50%.
Jetzt wird hier eine Tonne weniger gebraucht. Raphael Fellmer und seine Helfer holen immer mehr Lebensmittel ab, als sie selbst verzehren können. Doch der 29-Jährige weiß genau, wie er das überschüssige Obst und Gemüse unter das Volk bringen kann. Sein erstes Ziel ist der sogenannte Umsonstladen in der Markthalle in Berlin-Kreuzberg. Er besteht aus einem Kühlschrank und einem einfachen Metallregal. Der Umsonstladen ist Teil von Foodsharing Deutschland, einem Projekt, das es jedem ermöglicht, nicht benötigte Lebensmittel an andere zu verschenken. Raphael kann gar nicht alles ins Regal räumen, denn sofort bedienen sich die ersten Kunden an seinen geretteten Lebensmitteln. Das ist doch wunderbar. Also ich glaube, das Schönste ist, dass die Lebensmittel irgendjemand finden, der daran Freude hat. Ja. Ich war ganz erstaunt, dass man das einfach da wegnehmen kann. Cool. Ich finde das auch toll, dass es diese kleine Ecke hier gibt. Ich denke, das wird auch gut angenommen von den Leuten. Eine Stunde später. Raphael muss daheim noch dringend ins hauseigene Büro. Hier kann er kostenlos Telefon und Internet nutzen. Die Lebensmittel, die er nicht zum Umsonstladen mitnehmen konnte, müssen weg, sonst verderben sie. Raphael stellt sie auf der Internetseite von foodsharing.de ein. Seit vergangenem Dezember existiert diese Website. Hier kann jeder jedem Lebensmittel zur kostenlosen Abholung anbieten. Ja, jetzt sieht man hier quasi einen Essenskorb mit Radieschen, Brötchen, Orangen, Rosenkohl, Süßigkeiten. Und ja, jetzt warten wir mal, wann da jemand anruft. Und er hat angerufen. Der 42-jährige Peter hat sich für die Abholung des Essenskorbes angemeldet. Er kommt heute bereits zum zweiten Mal zu Raphael. Hi! Hallo. Schön, dass du da bist, Peter. Über einen Freund hat Peter von Foodsharing erfahren. Finanziell sieht es bei ihm derzeit nicht gut aus. Na, ich bin eigentlich beruflich eher so Feingerät-Elektroniker und lebe halt momentan von Hartz IV. Der Korb mit den vor dem Müll geretteten Lebensmitteln ist für Peter etwas ganz Besonderes. Über was freuen Sie sich denn jetzt besonders gerade an dem Körbchen? Über die Lebkuchen, über die Mohren und über die Lebkuchen. Freuen Sie sich besonders? Ja. 3 Tage lang wird Peter von den Vorräten essen, die ohne Raphael im Abfallcontainer gelandet wären. Es gibt ja noch Dutzende andere Ketten und Supermärkte, die tagtäglich noch tonnenweise Lebensmittel wegschmeißen, allein in Berlin. Und da haben wir jetzt angefangen, die anzuschreiben, die ganzen großen Händler, Supermärkte, und fangen jetzt eben auch an, die so ein bisschen auszuspionieren. Was schmeißen die eigentlich weg? Mitte Januar. Raphael und ein Freund wollen heute mit einer kleinen Videokamera den Abfall verschiedener Supermärkte kontrollieren. Zunächst entdecken sie das Übliche. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fleisch. Doch im Abfall eines Nah- und Gutmarktes des Edeka-Verbunds finden sie einen ganzen Müllsack voll Lebensmittel. Markenlebkuchen, original verpackt und haltbar bis Ende März. Direkt in der nächsten Tonne Schokolebkuchen der Edeka-Eigenmarke. Daneben Lebkuchenherzen sowie Spekulatius. Und noch eine Tonne randvoll mit Spekulatius. Müllbeutel mit Schokolade und Dominosteine. Unfassbar, diese Lebensmittel sind alle noch haltbar bis Ende Mai. 4 Monate vor Ablauf liegt es schon in der Tonne. Raphael und sein Freund Benny räumen den Fund in alte Obstkisten. Mit dem Fahrrad können sie diese Mengen unmöglich abtransportieren. Sie rufen eine Bekannte an, die sich bereit erklärt, die Lebensmittel mit dem Auto abzuholen. Die Bilder sind eindeutig. Dabei wirbt die Edeka-Gruppe so: Wir lieben Lebensmittel. Und auf ihren Internetseiten hebt die Edeka-Gruppe ihr soziales Engagement hervor. Zitat: Die Edeka-Kaufleute zählen zu den wichtigsten Förderern der bundesweit rund 800 Tafelinitiativen, die Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilen. Diese Lebensmittel allerdings nicht. Wir haken bei Edeka nach. Die Pressestelle behauptet, dass es sich dabei um einen bedauerlichen Einzelfall handelt. Und weiter heißt es: Generell ist allein schon aus wirtschaftlichen Gründen die Menge der aussortierten Lebensmittel so gering wie möglich zu halten.
Raphael Fellmer aber weiß von seinen Containerstreifzügen, dass immer noch viel zu viel weggeworfen wird. Das ist auch kein Einzelfall, sondern das ist eigentlich die Praktik aller großen Supermarktketten. Ist ein Armutszeugnis, aber ist die Realität in der Überflussgesellschaft, in der wir leben. Eigentlich kann man das gar nicht erklären, weil es ist unmenschlich. Die Sachen sind noch 4-5 Monate haltbar. Das ist nach Mindesthaltbarkeitsdatum. Also die sind aber auch noch ein Jahr viele gut zu essen. Der Robin Food der Lebensmittel verteilt seine Funde nun an Freunde, Bekannte und Bedürftige.